So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir. Wir gehen jetzt in Richtung, wo war's nochmal? Ja, wir wollen Vasilia finden. Da ist er auch schon. Na, mal sehen, was der Mann uns zu sagen hat. Fantastisch. Das war eine tolle Geschichte. Ja, nicht wahr? Kaum zu glauben. Dieser hochaufragende Baum ist also das Geschenk eines riesengroßen Mannes aus Kalos. Deine Weisheit versetzt mich immer wieder auf neue Staunen, Väterchen. Tausend Dank. Kommt uns das nicht bekannt vor? Ich würde sagen, der gemeinte Mann ist sehr bekannt als der Typ, der das Florett dann hat und das Ganze. Ha, genug der Schmeichelei, Vasili. Ha, nur keine falsche Bescheidenheit. Also dann, eine wie. Willkommen zurück in Xeneroville, Champ. Troy hat mir bereits alles erzählt. Du möchtest also zum Himmelsturm, was? Der Eingang der Höhle, die zum Himmelsturm führt, kann nur durch ein Mitglied des Volkes der Xeneraner, klingt irgendwie wie Terraner, oder durch einen Abkömmling des uralten Volkes der Meteoraner, die beiden seit Menschengedenken in Höhlenleben geöffnet werden. Der Himmelsturm ist eine Stätte der Huldigung für Rayquaza, ein legendäres Pokémon, das auch als Wächter der Höhenregion bekannt ist. Doch nur die Meteoraner wissen, wie Rayquaza zum Himmelsturm herbeigerufen werden kann. Es ist ihr wohlgehütetes Geheimnis. Und von Troy habe ich gehört, dass eine junge Frau namens Amalia aus irgendeinem Grund versucht, Rayquaza erneut heraufzubeschwören. Aber bevor wir hier weiter Zeit verschwenden, mache ich mich besser schon mal auf den Weg zum Himmelsturm. Du findest ihn auf einem kleinen Eiland auf Route 131. Komm nach, sobald du alle nötigen Vorbereitungen getroffen hast. Tja, ich denke, das habe ich. Also fliegen wir gleich hin. Route 131. Mal gucken, wo das jetzt genau war. Welche haben wir hier? Wir haben hier 26, ja, deswegen. Route 131. Und flip. Nee. Absturz, Absturz. So. Kleines Eiland, Route 131. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo dieses kleine Eiland ist. Nöp. Nein. Ich bin doch noch auf Route 131. Ach so, ja, da oben. Oh. Da bist du ja, einer wie. Wie du siehst, habe ich das Siegel, das den Weg zum Himmelsturm versperrt hat, entfernt. Das war doch vorhin eine Kimono Girl. Der Pfad sollte dich direkt zu deinem Ziel führen. Da wäre nur eine Sache. Ich kann dich erst hier durchlassen, wenn du eine Prüfung bestanden hast. Dich zu prüfen ist eine meiner Pflichten als Xeneraner. Diese Aufgabe erhielt ich einst von meinem Mentor. Ich möchte, dass du gegen mich kämpfst, hier und jetzt. Beweise mir, dass deine jetzige Stärke ausreicht, um auf dem weiteren Weg zu bestehen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Dann lass uns beginnen. Als Champ sollte dein Kampfstil elegant sein wie ein Tanz, den in Höhen niemand außer dir und dein Pokémon beherrscht. Also los, zeig mir deine wahre Stärke. Oh Mann. Nochmal gegen Vasili. Wieso das Orden-Ding? Irgendwie, da haben sie was falsch gemacht. Wailord, Vasili Xenerianer und nicht Arenaleiter. Oh mein Gott, wie ist ein Anstart? Der hat ein volles Team. Oh je. Oh je, Mine. Oh je, Mine.
Ja, sieht doch gut aus. Wailord wurde besiegt. Das ist schon mal ein Anfang. Milotic, möchtest du das Pokémon wechseln? Eigentlich nicht, ich kämpfe mal weiter. Ich dürfte doch, Kapitz dürfte es doch schaffen. Oder hat der irgendwas in der Hinterhand? Ist er. Blizzard. Ah, natürlich. Ich hätte es wissen müssen, dass er eine Eisattacke hat. Ja, toll. Dann sind meine Auswahlen sehr begrenzt. Wobei, wie gesagt, ich fürchte Milotic jetzt nicht so stark, wie ich Metagross gefürchtet habe. Und langsam habe ich das Gefühl, ich muss einen EP-Teiler anschalten, weil das ist schon wieder einer mit Level 57. Ich kann da nicht andauernd 10 Level hinterherhinken. Ich meine, da tut auch eine Hydro-Pumpe weh. Ja. Na, Erdbeben tut mehr weh. Ich bin. Ist das ein Speed-Teil die ganze Zeit hier bei den beiden? Ah ne, ich habe ja die Mega-Entwicklung und habe dadurch wahrscheinlich extra Speed bekommen. Nicht nur wahrscheinlich, ja. Ich habe dadurch extra Speed bekommen. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar hierauf. Weil ich weiß, was Kapalores, was das alles drauf hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein Aeroass. Na, Mogelhieb. Komm, sag mir, dass du nicht zurückschreckst. Bitte. Na, Schaden durch Beulenhelm. Aber jetzt hast du verspielt, denn mit Aeroass dürfte ich eigentlich genug Schaden anrichten. Oder auch nicht. Und jetzt hast du einen Eisstrahl. Eiga, komm, ey, ihr wollt mich ja alle verarschen hier. Ich bin irgendwie anfällig gegenüber Eis. Liegt vielleicht auch daran, dass ich so viele Feuer-Pokémon dabei habe. So viele Drachenflug-Pokémon. Hier dann die Drachenklaue. Okay, es steht jetzt hier 3 zu 2. Das ist nicht gerade gut. Garados, Garados ist Wasserflug. Naja. Hat er das dann als Mega? Ich hoffe nicht. Milotic ist so eher so sein Signal-Pokémon und wäre schade, wenn der jetzt ein Mega-Garados hat. Na ja, gut, Bedroher, das muss halt sein, aber. Kaskade, okay. Damit dürfte eigentlich nicht so. Ach so, ja, ist neutral. Und es wehrt die Attacke ab. Status, nein. Hier da. Ein Hypertrank. So. Ich hatte eigentlich nicht vor dich. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich nochmal gegen dich kämpfen muss. Okay, das sind 57, wo es abzieht. Das bedeutet, ich halte noch zweimal aus. Und ich bin nicht schneller. Das bedeutet, ich kann ihn nicht zurückschrecken lassen. Okay, wenn das jetzt. Ah, oh, verdammt, das tut nicht mehr wie die Hälfte abziehen. Okay, dann nochmal ein Steinhagel in der Hoffnung, ein kritischer Treffer kann uns hier leider auch nicht helfen. Naja, dann wechsle ich mal auf Latias. Ich verstehe es nicht. Warum bin ich gerade im Level so hinterher? Habe ich so viel verpasst oder irgendwie sowas? Ich dachte, das wäre. Naja. Ich sollte mich nicht so beschweren. Ich sollte vielleicht lieber den EP-Teiler jetzt anwerfen. Und hier Feuerodem. So. Gut. Den EP-Teiler werfen wir gleich nach diesem Kampf an, weil wird mir sonst zu viel. Weiterkämpfen.
Außerdem ist es eh die Pre-Story, dann die After-Story, dann. Ich habe ja die Pokémon-Liga schon besiegt. Boah, das wäre heftig geworden, wenn der Regentanz vorher hätte. Kapaloris ist bestimmt heftig im Regen, weil das ist ja dann auch mega schnell. So. Ich hoffe, er heilt dann auch meine Pokémon nachträglich. So. Einige Erfahrungen und als nächstes kommt Velsar. Was könnte Velsar? Nee, das bleiben wir mal so. Ich wüsste jetzt nicht, was. Naja, machen wir mal Feuer oder. Könnten es ja paralysieren. Gut, er kann auf jeden Fall nichts Effektives. So, hoffen wir auf die Paralyse. Aber er senkt unsere Initiative weiter. Das ist nicht so gut, besonders weil er Volltreffer hat. Und jetzt kommt Lehmbrühe. Sehr seltsam. Achso, meine Initiative ist ja die ganze Zeit gesunken. Ja, super. Darauf hast du die ganze Zeit hingespielt. Warum mache ich eigentlich nicht Genesung? Ich meine, warum? Ich hab das. Na, hoffen wir mal, dass. Nee, das. Oh, ich wehre die Attacke ab. Das ist natürlich gut. So, warum mache ich. Das ist so meine. Die beste Frage. Warum. Oh, je Lehmbrühe. Wenn das wieder Genauigkeit senkt, dann. Ja, bin ich sowas von am Ende. Okay, hier, dann wechsle ich mal aus, weil, ja, es macht nicht wirklich viel Sinn. Meine Genauigkeit sinkt mehr und mehr. Und ich habe die Attacke sogar abgewehrt, das ist gut, das ist sehr gut. So. Ja, das reicht. Das reicht meinem lieben Boden-Pokémon. Und ich habe Vasili besiegt. Ich bin verfolgt der Xenarianer und habe mit aller Kraft gekämpft und trotzdem habe ich verloren. Puh, das war knapp. Nichts Geringeres habe ich von dir erwartet, Anavi. Du bist wirklich ein herausragender Pokémon-Trainer. Die Pokémon, die du im Kampf geschickt hast, mal tanzten sie leichtfüßig um ihren Gegner wie eine frische Frühlingsbrise. Mal trafen sie eine völlig unverhofft wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Dazu die Gestalt eines an Anmut nicht zu übertreffenden Trainers mit jeder Aktion so leicht zu fallen scheint. Ich muss zugeben, dass selbst ich schwer beeindruckt war. Schreite nun fort, finde die Wahrheit, nach der du suchst. Das klingt irgendwie seltsam. Ich als Xenerianer darf den Himmelsturm nicht betreten. Ich werde nach Xeneroville zurückkehren und darüber nachdenken, wie ich mich einbringen kann. Das klingt nicht gerade gut. Das klingt eher so nach dem Motto, ja, eigentlich kann ich nix und darf nix und, mach dir keine Sorgen. Aber, naja. Es tut mir so leid, dass du das Schicksal dieser Welt immer allein schultern musst. Aber ich weiß, dass wir uns auf dich verlassen können. Viel Erfolg, junger Champion. Okay, hat er wenigstens meine Pokémon geheilt. Natürlich nicht. Er glaubt doch nicht, dass ich jetzt so reingehen werde. Na dann. Auf nach Floßbrunn, das ist nämlich viel näher dran. So. Ja, da. Landen und heilen. Okay. So, dann. Ja. Die Heilung und danach nicht vergessen, den EP-Teiler anzuwerfen. Weil das könnte vielleicht noch wichtig sein. So. Beutel.
EP-Teiler anschalten. So. Ja, jetzt ist mir... ich möchte nicht wirklich nochmal scheitern. Also, ich möchte nicht, dass jetzt noch im Nachhinein alles scheitert. Besonders, weil die Gegner irgendwie alle ziemlich hoch sind. Dann gucken wir mal. Route 131. Sieht man, den Turm hat man aber so nicht gesehen, glaube ich. Also ich habe ihn jetzt nicht gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber das muss man ja jetzt nicht nachprüfen. Wir surfen jetzt erstmal auf unserem Latias. Ich meine, rein theoretisch könnte man auch schweben, aber... was auch immer das für ein Pokémon ist... ja, okay. Dann mal weiter. Was ist da unten? Okay. Das sah seltsam aus da unten. Ob da überhaupt Pokémon sind, die man fangen kann, ne? Gucken wir mal. Himmelsturm. Oh, da ist sie. Da bist du ja. Schön. Danke, dass du gekommen bist. Klapp, klapp, klapp. Du bist gut, Anavi. Wirklich beeindruckend. Und weißt du was? Du hast mich so überzeugt, dass ich dir etwas schenken möchte. Etwas, das ich lange aufgehoben habe. Lass uns gemeinsam einen Blick auf das Wandbild werfen, das im Inneren des Turmes ziert. Er erzählt die Geschichte der Menschen, der Pokémon und der Natur. Sie wurde von uns Meteorianern seit Jahrtausenden von Generation zu Generation weitergereicht. Und nun will ich diese Geschichte an dich überliefern. Vor vielen tausend Jahren, zu Urzeiten also, durchflossen den Planeten Shio grenzenlose Vorräte an Naturenergie. Proto-Groudon und Proto-Kyogre lieferten sich im Streit um diese Energie immer wieder erbitterte Kämpfe. Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft der beiden Pokémon in ihrer Proto-Form völlig machtlos. Es blieb ihnen nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass der Schrecken bald ein Ende nehmen würde. Zur gleichen Zeit stürzten auch im Dunkeln des Alls hoch über den Wolken unzählige Meteore auf unseren Planeten herab. Sie schlugen in die Wasserfälle einer Gegend ein, in der ein Volk von Drachen-Pokémon-Trainern lebte. Meteorfälle. So, das reicht erstmal. Das war Kapitel 1 der Geschichte. Legen wir hier eine Pause ein. Kapitel 2 bekommst du im nächsten Stock zu hören. Freu dich schon mal drauf. Okay. Ja. Kämpfen. Golbat gegen Kapitz. Oh je, ich hoffe. Sammbombe ist. Machen wir lieber Tempohieb und gucken, ob's. Oh je. Ach du Schande, da habe ich mich mal wieder über... Flucht gescheitert. Ihr wollt mich verarschen. Flucht gescheitert. Okay. Wenn jetzt schon die wilden Pokémon so stark sind wie wir, dann muss man hier ein bisschen kämpfen. Und zwar richtig... So, jetzt geht's dir an den Kragen. So, Nebelball. Fertig. Latias hat 1200 EP bekommen und ist Level 50 endlich. So werden meine wenigstens auch mal langsam Level 50 alle. Tja, Kapitz. Ich habe das Gefühl, hier müsste irgendwo eigentlich noch ein Megastein warten. Und jetzt nicht nur der Rayquaza. Oh, ein Ariados. Na, das könnte... Das müsste doch mit Aeroas besiegbar sein. Das ist ja schließlich ein Käfer. Hat das Robustheit oder was? Es kann nicht mehr fliehen.
Naja. Es ist auch Level 48. Und unsere Gegner können irgendwie alle irgendwas, um nicht fliehen zu können, weil normal kann Golbat kann auch, Grandison 51. Und 53, das kommt mir gelegen. Ich muss nur gucken, dass ich unser Hütbeleber einsetzen. Gut. So. Ja. Was wollte ich? Habe ich gerade vergessen. Ja, Ariados und das andere kann ja Horrorblick im Normalfall. Deswegen sollten wir vorne nur etwas haben, was zumindest entweder effektiv ist oder schnell, um gleich in der ersten Runde zu fliehen. Oh, was haben wir da? Unlichtgeist, das kann ja nur Tobias sein. Und das ist ein Golbat. Vor Golbats fliehe ich. So. Und ich bin entkommen. Weil Golbats sind mir ein bisschen zuwider. Oh, ich kann hier hoch. Ah, da ist ein Pokéball. Drachenhaut. Okay, wozu braucht man Drachenhaut nochmal? Ist es für die Entwicklung? Ist es, für... wie heißt's? Eine dicke und starke Haut. Drachen-Pokémon tragen dieses Item gerne bei sich. Ist es für die Entwicklung von Simon zu, Sidra King? Ich glaube ja, das müsste es gewesen sein. Okay, hier komme ich nicht rum. Und ein Golbat. Nee, ein Ariados. Das ist doch okay. Solange er wieder Spinnennetz einsetzt, bin ich da voll für. Ah, oder auch nicht. Volltreffer. Na, dann brauche ich das Ganze ja nicht. So. 900 für die ganze Crew. Was haben wir jetzt? Hier ist sogar ein Wablu. Tobias mit Begrenzer. Und Adlerauge, aber nee. Gehen wir mal hier hoch. Wollt ihr uns jetzt nicht irgendwie... Oh, da bist du ja. Dann kann's weitergehen. Du bist bestimmt schon auf Kapitel 2 gespannt. Was? Also dann. Pommelwirbel, die Spannung steigt. Die Meteoriten strahlten in allen Farben des Regenbogens, als seien sie zum Leben erwacht. Plötzlich führt ein ins smaragdgrünes Licht gehülltes Pokémon... Fuhr ein smaragdgrünes Licht gehülltes Pokémon vom Himmel herab. Es war, als würde es vom Licht der Meteoriten magisch angezogen werden. Dieses Pokémon war Rayquaza. Rayquaza zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Protomorphose in die Knie und gab so dem Planeten den Frieden zurück. Die Bewohner der Höhenregion feierten Rayquaza spontan als ihren Weltenretter. Dann, 1000 Jahre später, fiel ein weiterer Meteorit aus dem All auf unseren Planeten herab. Er war deutlich größer als seine Vorgänger und bedrohte beim Aufprall mit seiner unglaublichen Masse ein gewaltiges Loch in Meer und Morast. Dieser gigantische Krater sollte später einmal den Namen Xeneroville tragen. So, damit wären wir auch schon am Ende von Kapitel 2 angelangt. Aber das war bisher alles noch Vorgeplänkel. Wenn du mehr hören willst, dann folge mir. Tja, dann werden wir doch mal sehen, was sie so als nächstes zu sagen hat, aber das werden wir leider auch erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, auf Wiedersehen.